Schweiz, in ganz Europa. Liechtenstein und vor allen Dingen in Spanien, wo wir wissen, dass wir Zuseher haben. Und ich begrüße an meiner Seite wie immer Roger Thierry, einen Basler, einen Fachmann für die Basler Fasnacht, der mir dann alle Fragen beantworten wird, die ich stellvertretend für die Zuschauer stelle. Mittlerweile bist du ja auch ein Profi. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich freue mich natürlich auch als Basler, dass diese Stadt heute und für die nächsten zwei Tage Europa kompatibel wird. Europa ist zu Besuch hier in Basel, das haben wir heute Morgen am Morgenstreik schon gemerkt. Und wir sind heute dank Dreisat natürlich in ganz Europa zu besuchen. Das wollen wir auskosten. Wunderbar, Paul, das hat er doch schön gesagt. Hat er wunderbar Europa gesagt. Also, und ich rede jetzt wieder Schweizerdeutsch. Wir gehen nämlich jetzt in die Kabine rauf und der Bernie Baumgartner, du hast den dankbarsten Job heute Mittag. Du bist richtig am Puls vom Geschehen. Also ich übergebe dir das Mikrofon und bis wir hier oben die Kabine erklommen haben, übernimmst du wohl das Ganze. He? Liebe Basler, liebe Schweizer, bitte nicht erschrecken, wenn ich jetzt für kurze Zeit noch in Hochdeutsch verfalle, besser gesagt in Schweizer Hochdeutsch, aber das hat seinen guten Grund, denn die Kollegen von Dreisat, die brauchen ja eine gewisse Zeit, bis sie ihre Kabinenaufzug haben. Vielleicht kann ich Ihnen kurz was sagen zum Motto der heutigen Fasnacht. Wir haben schon auf dieser großen Plakette bei unseren Kollegen von Dreisat gesehen, jedes Jahr wird ja die Basler Fasnacht unter ein ganz bestimmtes Motto gestellt. Und dieses Jahr ist es Narre auf Schiff, also Narren auf dem Schiff. Und das hat eine kleine Vorgeschichte und Anekdote. Im letzten Juni wurde aus etwa 40, 50 Vorschlägen, wurde dieser Vorschlag ausgewählt und bereits im August ging die Plakette in Produktion. Und damals war der Künstler Walter Liernert am meisten überrascht, denn sein Thema war ein bisschen ausgefallen. Er hat ihm die Überschrift gegeben, das Motto Neefahrt, neue Fasnachtstransversale. Damit wollte er andeuten, man könnte ja eigentlich mal auch das Cortège hin und her auf dem Rhein, könnte man das abhalten. Nun, das war dem Komitee ein bisschen zu wenig. Sie haben noch was dazu interpretiert, wie das ja bei Kunstwerken oft der Fall ist. Und sie haben ihm nämlich noch was anderes untergeschoben. Nämlich Sebastian Brandt hat vor 501 Jahren die Moralschrift Das Narrenschiff herausgegeben. Und sie fanden, das sei eine wunderbare Parallele. Und dann haben sie es gleich noch so gemacht, das Komitee. Sie haben gesagt, das soll doch jeder sich seine eigene Interpretation dazu machen, also zum Beispiel Bach ab. Alles geht Bach ab bei uns in Basel oder uns steht zwischendurch das Wasser am Hals. Dies vielleicht ganz kurz zur Plakette. Man kann auch dazu noch sagen, das ist die meistgehütete Zahl, geheime Zahl, wie viele Plaketten da jährlich hergestellt werden. Das Komitee sitzt da auf diesen Zahlen wie das Huhn auf den Eiern und verteidigt sie. Denn es ist vielleicht auch gut, denn das Geld wird ja dann unter die Cliquen verteilt. Jede Clique, die muss mindestens einmal muss sie an allen Fixpunkten vorbeikommen, Fixpunkten, wo dieses Komitee steht. Die sind ganz in Blau gekleidet, damit man auch sieht, dass die Fasnacht auch ein bisschen eine ernste Sache ist. Und da wird nun bewertet, sie bekommen dann anhand von ihrer Präsentation auch eine Subvention. Und wenn nun jeder wüsste, was der andere bekommt, dann kämen die Neider auf. Bernie, hörst du mich? Und das also nur kurz zur Plakette. Sie kommt also in verschiedenen Versionen raus. Ich habe natürlich goldene jetzt, hier, das ist ja klar. Kostet heute 40 Franken. Letztes Jahr hat sie noch 30 Franken gekostet. Also man hat noch die Mehrwertsteuer dazu gegeben. So, und jetzt kann ich also wieder auf meinen Muttersprache umsatteln. Ich muss richtig ausstufen. Ah, das war echt ein Krampf gewesen. Bitte, Pauli, du bist an der Reihe. Danke vielmals, Bernd. Ja, jetzt hörst du mich auch. Es ist nämlich schade gewesen, wo du so wunderbar Hochdeutsch geredet hast. Sie sind hinter dir gerade die Vereinigten Gleibasler durch und sie haben ironischerweise Narrenkappen angehabt. Also sie haben 11.11.11 als Sujet genommen und Laternen, wir sehen es jetzt nicht mehr, jetzt sind wir schon wieder auf der mittleren Brücke. Laternen ist so, es könnte das ARD1 gewesen sein, also höchstwahrscheinlich die Medienfasnacht weltweit auch bei uns vorhanden. So, ja also, Giftwurzelwackis, das ist der erste Wagen, den wir sehen. Giftwurzelwackis 1988 und das ist ja, wir sehen es an der Hand da, das ist etwas vom Schönsten fürs Publikum, da wird nämlich aus dem Vollen geschöpft, das heisst, die Wege verteilen Täfele, sie verteilen Mimosen, Orangen und wenn es ganz schlecht geht, dann kriegt man einfach einen Kopf voll Räppli ins Gesicht. Eine jubilierende Guckenmusik.
Dennis Bucker, der Jockeli und Glenn vom Jockeli. Wobei, also da müssen wir jetzt aktuell sein. Ich meine, die Infos im Redenbang, die sind natürlich schon ein paar Wochen alt. Aber nach dem gestrigen gloriosen 3:1 von Basel gegen Sion, ich meine, das dürfen wir ja jetzt wieder ein bisschen laut erzählen, sind es nicht mehr so Glenn vom Jockeli. Gestern sind sie auf alle Fälle hervorragend gewesen, der FCB. Und das hat man auch an der Stimmung gemerkt, gestern oben in der Stadt. Es ist also schon für einige, hat die Fasnacht nach dem Match bereits angefangen. Es war nämlich noch lustig, sie haben im Redenbang, also im sogenannten Fasnachtsvierer, geschrieben: Auswärts hui, daheim pfui. Wie gesagt, seit gestern stimmt das nicht mehr, aber scheinbar hat sich das der FCB auch vorgenommen, dass es in dieser Finalrunde jetzt soll besser gehen. Die haben wir gerne, die gerade vor der Fernsehkamera aufhören. So, wechseln wir zu einer kleinen Glicke. Das sind Querschläger, Pfannersklicken, Querschläger. Nur nicht bewegen, wir sind dagegen, ist ihr Sujet. Und da ist man noch mal relativ klein informiert, um was es geht. Sei Nein zu allem, das ist gescheit. Nur so bist du sicher, dass nichts verhält. Nein zur Kirche, nein zum Staat, nein zur Milch, nein zum Kaffee Haag, nein zum Blauhelm, nein zu Stieren, nein zum Bundesrat, seine 1000 Vieren, nein zu Eier voller Salmonellen, nein zu Wirst, wo nicht kannst zählen. Los, Peppi, los, so werde ich noch, sonst falsch auch du ins tiefe Loch, wenn du noch Nein sagen umwindeln, kann wirklich etwas nicht mehr stimmen. Das also zu der aktuellen Nein-Welle, die nicht nur in Basel, sag ich jetzt einmal, vorherrscht. Da sieht man es einmal wunderbar auf der Laterne. Übrigens sind Nein-Genossen, also die Neid-Genossen, nicht von Nein, sondern Nein. Nö-ö. Musik, Ohrengreiber sind das. Und sie haben es, wir sehen es auch ein bisschen vom Gestürm, das untereinander ist. Sie haben es von der Art, die letztes Jahr ja als Slogan, die Kunstmesse von Basel, als Slogan Party hatte, also P und dann das Art und dann noch Y. Und es hat zu Beginn von der Art, zum Start von der Kunstmesse, ein riesen Fest gegeben, das einerseits relativ teuer war, für das Publikum, für das Zahlende. Andererseits zum Teil für gewisse Leute wenigstens auch ein bisschen ein Flop. Und obwohl die Art als renommierte internationale Kunstmesse ein tolles Renommee hat, hat man gefunden, die Party, die sind jetzt also gar nicht international angelegt. Torengriebler also, abartig, startet, wartet auf eine Idee, Party, Leih, artet aus.
Und hier kommt die Kropfgleiche Riechen auf uns zu, ein Wagen. Und ihr Sujet, das wird uns heute Nachmittag bei diesem Cortège-Marathon, der wie gesagt bis um 4:15 Uhr dauert, noch des Öfteren begleiten. Wir als Tierwärter suchen das Nashorn auf der Route. Der Wagen gleicht an einem Nashorn, sage ich jetzt mal. Wo vorne, das ist jetzt wohl noch der Traktor, der ihn zieht, aber hinten dran sehen wir dann gerade das Nashorn, das eben kein Horn mehr dran hat und einen blutigen Stunk sozusagen auf der Nase. Das ist schon die leidige Geschichte um den Basler Zolli, wo der Zolli direkt allem Anschein nach Nashorn auf dem Schwarzmarkt hat verkaufen. Das hat natürlich zu skandalösen Reaktionen geführt mit dem Resultat, mit der Quintessenz, dass man direkt der Rüdi sozusagen frischlos entlassen hat. So sieht man jetzt das Nashorn, das blutige Abkauen. Eben wie gesagt, ein Sujet, das uns heute Nachmittag noch des Öfteren wird begleiten. Ich nehme nicht an, dass sie Nashörner verteilen hier auf dem Wagen. Les autres, oui et non. Nur eine ist schon noch neutral. Es ist der Beppi, der von Baal. Fassli Brüder. Zwetschgeleise sind das eine Chaise. Chaise, die eigentlich zu der Fasnacht gehören, das muss ich schon sagen. Ich finde das immer etwas sehr Feines mit den Pferden. Dieses Jahr hat es 32 Chaise. Und da muss man sagen, das ist eigentlich eine konstante Zahl. Also Chaise gibt es seit Jahren. Und es gibt immer etwa gleich viel, weil es ist natürlich auch eine teure Angelegenheit. Das sind jetzt 4 Personen da drinnen und die brauchen die ganze Infrastruktur mit dem Ross und so. Und das kostet doch einen ganz schönen Batzen. Und dann wird natürlich vom Publikum auch verlangt, dass man mehr oder weniger ab und zu etwas kriegt, wie sie hier verteilen. So, und jetzt sind wir schon bei den Grämwaggis. Alles fährt Ski. Nein, jetzt sind wir nicht bei den Grämwaggis. Jetzt sind wir einfach der Berni. Es steht dort vorne. Grämwaggis am Ziel. Grämwaggis, halt Sujet, alles fährt Ski. An der Fasnacht sind wir einen Weg dabei. Das heisst, sie tun natürlich jetzt das ausspielen als Sujet, wo wir vor noch nicht langer Zeit abgestimmt haben. Auch in Basel kann man sich jetzt sowohl als auch, man kann eine Woche Skifahren und nachher Fasnacht machen oder umgekehrt. Also das heisst, es gibt jetzt ab nächstes Jahr 2 Wochen Ski-Fasnachtsferien. Berni, du bist jetzt am Puls des Geschehens, stimmt das? Das kann man wohl sagen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen weit unten, um überhaupt an die Herren mit diesen grossen hohlen Köpfen anzukommen. Aber ich versuche es mal, vielleicht bekomme ich etwas mit. Du sag ja, mal, für eine Woche Ferien. Ja, warum nicht? Man hört so nicht feucht über deine grossen Köpfe. Das ist eben das Problem, und ich komme euch nicht recht mit, aber vielleicht ist es ein Mann, aber habt ihr etwas recht? Also ihr merkt, es geht auch mit der Heim nicht anders als mir. Ich verstand kein Wort. Aber eben, wir haben das glaube ich auch schon einmal erwähnt, gell Päuli? Vielleicht wäre es besser, sie würden singen. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wie wäre es mit dem berühmten Lied «Alles fährt Ski»? Aber das werden wir jetzt nicht an. Wir werden jetzt noch nicht anfangen. Los jetzt, Berni, ich übernehme schnell, weil hinter dran kommen gerade 3 Mühle Wackis. Du stehst sozusagen im Wagenstau. Also wir sind zwar hier nicht auf der E1, aber also
die Wagen stauen sich jetzt auf dieser Route, wo du gerade bist. Also, ich muss das vielleicht noch schnell erklären. Wir haben wie üblich zwei Routen, eine innere und eine äußere. Und das ist halt ein bisschen das Risiko, weil ja, Gott sei Dank, kann man sagen, der Cortège nicht organisiert ist. Das heisst, er ist natürlich ein bisschen organisiert, indem die beiden Routen vorgegeben sind. Aber man weiss natürlich nie, wer kommt. Aber hier wissen wir es, der Rheinmühle-Waggis. Waggiswagen, die erste Strasse durch Basel auf dem Wagen. Auf dem Wagen sind Architekten hintermixen, die teuerste Strasse von Basel. Also müssen wir sich jetzt also überlegen, was die teuerste Strasse von Basel ist und die teuerste durch Basel. Das kann sowohl die freie Strasse wie auch die Steine Vorstadt sein. Vielleicht geht es hier sehr wahrscheinlich kurzzeitig unter der neuen Belag, die sie in der Steine Vorstadt zur Fußgängerzone gemacht haben. Schletzbrüder, da kommt ein Sujet, der auch ein paar Mal auf uns zukommt. Und zwar, wenn ich es schon nur sage, dann tönt es wunderbar. Jabadabadu. Der Flintstone Family Film, der ja ein riesiger Knüller war. Familie Feuerstein war das, ganz genau. Und das Jabadabadu ist natürlich hervorragend als Sujet gewesen, besonders für junge Garten, wobei das jetzt also die Schletzbrüder ein Wackiswagen sind. Auch da sieht man sie hervorragend, sie haben sich der Zeit vom Film hundertprozentig angepasst. Sogar das Auto, also wenn man ein bisschen schaut, ist sogar das Auto von der Form her wenigstens in etwa stimmt, ja, kann man sagen. Fahren möchte ich allerdings nicht damit. Und hinten dran, jetzt sind wir schon wieder auf der mittleren Brücke, Wirbel Waggis. Unverkennbar Waggiswagen. Wir sind Sparsäu und fahren in einer Sparsau. Also das wäre, wenn wir ein bisschen näher sind, das wäre eine Sparsau. Ich sehe, also die Sau fährt rückwärts. Und oben drauf haben sie noch den Sparlieber. Und Wärelewer ist drauf, der Otti Stich natürlich, MWST. Wie so viel heisst wie Mehrwertsteuer. Berni, pass auf, das ist blaue Räppli-Regen, der auf dich zukommt. Das ist ein schöner Dran, spielt überhaupt keine Rolle. Es macht normalerweise nicht weh. Vielleicht könnte man auch mal etwas noch sagen zu dem Waggis im Allgemeinen. Aber los, jetzt sehe ich gerade heute bei dir an. Dann geht es jetzt, glaube ich, endlich los auf der anderen Route. Ein Klicker an der anderen Sorte. Jetzt kauft das, wo wir ja schon längere Zeit warten. Aber das hängt eben ein bisschen zusammen. Ein Cortège ist eben kein Umzug. Es wird nicht nach Nummern gelaufen, sondern jeder kann eigentlich frei dann dort und wohnen will, starten, wo er will. Das Einzige, was er muss machen, er hat die Auflage. Wir müssen die Route ablaufen am Montag und am Mittwoch, also nachher an diesen Fixpunkten vorbeikommt. Bitte, Pauli, du bist ja dran. Ich danke dir, Berni, du hast das hervorragend gesagt. Also, ich meine, wir können natürlich noch in Detail gehen und sagen, die Route ist in etwa 8 Kilometer und alle aktiven Fasnächter sind etwa 12'000, die mitmachen, die sind etwa 10 Kilometer, wenn wir das genau nehmen. Also kann ja nur ab und zu zur Stauungen kommen an so einem Cortège. Also und jetzt nehmen wir die Seite von der Route, die von der Innenstadt über die mittlere Brücke geht. Und da haben wir gerade eine junge Garde als erstes. Und da muss man auch nicht lange studieren, um was es hier geht. Breo Ableger, weil es Basel so glatt ist. Jetzt sind sie mir gerade davor gerutscht mit der Kamera. Aber es geht hier ganz klar auch um Flintstones Familie Feuerstein. Ist Sujet und wunderbar auf der Laterne, wie sich die Familie Feuerstein hier also auch unter der Fuchtel vom Basler Drachen wohlfühlt. Kostüm wunderbar der Zeit anpasst von der Flintstone Family. Auch wieder mal eine Freude, wenn wir jetzt einmal Stamm klicken haben. Und zwar ist es die alte Richtung mit dem Sujet Ecke Vaca Kuo Vadis. Und auf der Laterne, die konnte ich vorher schon anschauen, hervorragend, die Kuh von hinten.
vom Ruckgrot her, man kann das sehen, ist die Leitkuh. Vom Ruck, jetzt kann ich es genau, jawohl. Das ist ein Horn, das sind zwei Hörner, es geht im Zorn der Wolfgang Zörner. Das steht auch auf der Laterne von der alten Richtung. Und da geht es um den Theaterdirektor, der in Basel auch relativ vorzeitig hat müssen gehen. Er hat allerdings eine relativ lockere Abfindungssumme von 800'000 Franken bekommen. Auf dem Zettel kann man lesen, schaut man im Stall eine Kuh von hinten, so stellt man fest und kann es empfinden, das Wesen ist seinem Schicksal stumpf ergeben. Es lässt willenlos sich gehen und duldet das Leben. Beim länger Schauen, falls einem aufgeht, Friedle, sind wir viel anders als die Rinderfiedle. Kuh war dein Mensch, bist so viel Schleuer, wirst du nicht auch zum Wiederkäuer, zum Q-Tip wirst und herde dir. Warum es so ist, zeigt Ari dir. Also die Ari, die alte Richtung. Wunderbar sieht das aus. Sehen wir hinten auf der Laterne die rote, bereits die Maske, die auch in Basel in der nächsten Zeit eine große Rolle spielt, und zwar Phantom of the Opera. Das Sujet, das ein paar Mal dieses Jahr an der Fasnacht kommt, das ist die Breoglücke. Und das Sujet vom Phantom of the Opera hat einen einfachen Hintergrund. Ab Herbst wird das Musical in Basel gespielt, in einem extra neu erstellten Theater für rund 25 Millionen Franken. Und jetzt ist der Fito da. Jetzt machen wir vier Kanäle. Um Gottes Willen, jetzt wird es ganz kompliziert. Ja, das ist ganz, das kann ich nicht sagen. Also ich habe es alleine im Griff. Ich habe Gott sei Dank die Rentiere hier, die die Kartei, und das ist das Komplizierte, die Kartei nachführt. Also es ist schwierig zu erklären, muss ich ganz ehrlich sagen, Fito. Es gibt einfach 500 Einheiten, das sind 500 Karteikarten. Ich hoffe, man sieht die jetzt. Warte, wir machen das Mikrofon schon weg. Also ich schwätze es, glaube ich, auf beiden Sendern sehr wahrscheinlich. Ich schwätze also die armen DRS-Zuschauer müssen das auch noch anhören. Ah, die soll ich jetzt schnell umschalten. Also das sind die Karteikarten für Schweiz 4 Zuschauer jetzt gerade, und das sind die Infos, die wir im Vorfeld von der Fasnacht kriegen, und dann müssen wir einfach das Beste daraus machen. Das heisst, die Sujet in etwa können wir eruieren und der Rest ist Recherche. Stimmt das, dass du hin und wieder mit Mandarinen beworfen wirst? Mandarinen in Orange. Orange. Mandarinen selten, glaube ich, in den Jahren sind wir jetzt gar keine Victor. Nein, mit Orange natürlich. Darum sind wir auch in einem wunderbar schönen Glaskasten. Wir sind ein bisschen geschützt. Ja, komm, wir zeigen dir mal den Glaskasten. Markus. Da werden jetzt verzweifelt die Karteikarten. Ja, eben, siehst du, also Tieren ist eigentlich viel die ärmere als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt kommt eine wunderbare Glicke, das möchte ich natürlich schon noch schnell herausfinden, wer das ist. Tieren hat man hier schon. Wir finden es raus, wir werden es herausfinden. Achtung! Schwitzen. Wir schwitzen und rotieren. Sie haben wunderbare Fähne. Irene, wir haben es noch nicht gefunden, gell? Sind wir ehrlich. Achtung, 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 jetzt kommen sie dann langsam näher. Weißt du, man braucht ja auch noch. Man hat ja die Möglichkeit, noch zum Laterne, wenn man sie genau vor sich hat, anzuschauen. Und dann kommt man meistens, aber nicht immer, aber immer öfters aufs Sujet. So, also, jetzt haben wir es dann bald. Die unten von der alten Richtung. Sujet 551 Jahre Schlachtvier St. Jakob. Also, jetzt haben wir natürlich 100%, das heisst... Ich hoffe, dass wir das noch mitbekommen. Paul Burkhardt, alles also, gut. Ich wünsche euch auch viel Spaß und ich mache hier weiter. Also, die Unten von der alten Richtung, es geht um die Schlacht von St. Jakob, die letztes Jahr ja 550 Jahre her war. Und da hat es ein grosses Fest, das heisst, es hat eine sogenannte Schlachtvier gegeben. Und das ist vielen in falschen Hals. Man hat gefunden, man soll ja so Sachen nicht unbedingt auch noch gerade feiern.
Schleswig ist ja das eine Schlacht gewesen, wo ja nicht gerade etwas Angenehmes war. Und da ist so Menschenleben gegangen und da haben sich viele daran gestossen. Und die haben es das als Süße genommen von der Junte, von der alten Richtung. Bernd, jetzt musst du mal übernehmen, ja. Jetzt musst du mal übernehmen. Wer hält davon? Eine wunderschöne Chance haben wir gehabt. Und jetzt im entscheidenden Moment gehen sie von davon. Jetzt werden wir gerade mal schauen, was wir hier als nächstes vor uns haben. Das Narrenschiff, also sie haben das Motto von der Basler Fasnacht als solches aufs Horn genommen. 500 Jahre Narrenschiff. Das sind die alten Beppi, die wir hier sehen, die jetzt gerade vorbei defilieren an uns. Und auf der Laterne, das kann ich gerade nicht sagen, Bernie, haben wir noch Helmut Kohl als Obernarr gesehen. Ja, die Wippi kommt, ich musste so mehr Filme schauen, wenn man so hoch steht. Also nicht alles mitbekommen, aber für das bekommt ja der Zuschauer, der am Strassenrand steht, dann auch noch den Zettel, wo er sich genauer darüber orientieren kann. Und das Schöne ist ja bei den Laternen, dass man die ja von heute oben an bis am Mittwoch am Morgen kann auf dem Münsterplatz laufen kann, anschauen kann. Die grösste Kunstausstellung der Schweiz, die in kürzester Zeit weder aus der Welt geschaffen wird. Bist du einverstanden, Beule? Doch, da bin ich einverstanden, ja. Also temporär Kunstausstellung, aber so sagen. Genau. Jetzt hier natürlich auch wieder, dass jetzt von Seite vom Grossplatz, von der Innenstadt läuft nicht gerade sehr viel dafür, kommt in rauen Mengen, kommt also von der, vom Gleis Basel her. Nach der Amethyst, wo wir jetzt oder hier haben wir jetzt die Gute Bonjour klicken und vorne dran haben wir die Amethyst, wo wir noch gerade sehen, wie sie ihre Zedel verteilen. Es geht ums Köpfrollen. Das ist an und für sich auch sehr beliebt. Sie ist an der diesjährigen Fasnacht. Nicht nur der Zolli-Direktor hat müssen gehen, und der Theaterdirektor hat müssen gehen, auch der Mess Basel-Direktor hat müssen gehen, und der Kunsthallendirektor hat müssen gehen. Man fragt sich langsam, überhaupt noch jemand da ist in dieser Stadt und die Stadt auf dem Laufenden halten. Also das Köpfrollen ist wirklich das Sujet par excellence von Fasnacht 1995. Gute Bonjour klicken hinter dran. La guerre aux champignons. Ja, der pilzliche Krieg, he? Könnte man sagen. Das sind also Elsässer Probleme. Knillenfeger, die kommen mit einem hervorragend gestalteten Wagen. Knillenfeger mit dem Sujet Ball. Jetzt wird es ganz schwierig. Ein Basler Märchen und das eben zu lesen ist natürlich Balladin. Also Balladin, Aladin und die Wunderlampe. So hat auch das Märchen geheißen und das gibt es auch auf Baseldeutsch. Und sie sind ein bisschen orientalisch als Basler Märchen auf dem Cortège 95 unterwegs. Also für das eigentlich das Wetter nicht so rosig war ist bis jetzt, muss ich sagen, jetzt die Leute viel. Da sehen wir nochmal das aladinische Meisterwerk, der Wagen, das Basler Märchen.
Und dann kommen die Basler Logen klicken. Auch ein Wagen. Rap, rap, rabadang. Wir haben es gern eng. Rap, rap, rabadang. Es ist uns zu eng. Also dem geht es um XXXXL. Ist das nicht oder ist es zu viel? 9 Zwänger, nicht eng, nicht zu weit, einfach nicht. Das ist das Sujet. Da kann man jetzt damit machen, was man will. Also scheinbar haben sie mal eine größere Ladung, das grosse T-Shirt gekauft und die sind eben XXXXL gewesen. Und damit können sie sich schon für die nächsten 10 Jahre aus diesem T-Shirt jedes Jahr oder mit diesem T-Shirt jedes Jahr ein neues Sujet kreieren. Apropos Wege, das hat dieses Jahr 120 Stück, die mitmachen. Gegenüber letztes Jahr einen weniger. Oh Bernd, jetzt bist du aber an die Kasse gekommen. Hey? Jetzt bist du an die Kasse gekommen, Bernd. Ich muss schon wieder das erste Mal füllen lernen. Ja, ich dachte, da gibt es noch etwas Gescheites, aber es ist halt immer das Gleiche. In erster Linie bekommst du ein Rohr voller Wettbewerb. Ich finde blaue Gescheites für dich. Das steht dir hervorragend. Ja. Ja. Aber du sag mal, was haben wir eigentlich angerichtet, dass auf der anderen Route nicht läuft? Ich weiß auch nicht. Das, ich weiß auch nicht, an was es liegt, aber mit dem müssen wir leben, Bernd. Das ist unser Schicksal. Und es läuft ja. Es läuft ja. Jetzt können wir halt einmal die Wägeler auf die Rechnung. Was ganz genau. Eben. Leihbasler Schremsbrüder sind das. Eine Guckenmusik. Das kann sich hier nur um ein Pfadilager handeln. Das Bula ist das Ziel, letztes Jahr. Das Bundespfadilager war doch im letzten Jahr gewesen. Und das wird das sein, Berni. Du bist doch am Puls. Was ist denn das für Geld? Ich gehe da richtig. Genau, aufs Bundeslager, das letzte grosse Pfadilager, das eine ganze Woche lang auch von Radio DRS übertragen worden ist davon. Das war eine gewaltige Sache gewesen. Die machen das genau aus. Pass auf, sonst kommst du unter Guckenmusik, die hinter dir kommt. Also wir haben vor allem einen grossen Kabelsalat hier im Moment. Achtung, schnell drauf. Gleibasler Schremsbrüder von Basel bis Entenhausen. Von Basel bis Entenhausen. Alles haut in den Wald Gonfuse. Das wäre auch das Badilager im Wagen. Das haben wir ja gesehen. Der Major ist stolz und voll Orden, schaut als Pfadvierer zu seiner Horde. Und das Spiel ist auf Zack, muss sein, hat der Bernd Paul schon gesagt, mit von der GSB sind allzeit wir, von der GSB Gleibasler Schremsbrüder sind allzeit bereit. So sehen Sie aus. Das ist auch ein Freund von mir. Goofy im Frack von der Güllenschläuche oder mit der Güllenschläuche, Guckenmusik. Der Goofy, eine wunderbare Figur. Mein Trauma seit Hunderten von Jahren.
sollen wir mal den Italiener dran nehmen. So, und jetzt kommen die Coop-Wackis. Riechen wir Wackiswagen, die schlicht und ergreifend keine Sujet haben. Die haben jetzt einfach im Redenbank geschrieben, Coop-Wackis und sonst nichts. Und jetzt ist natürlich der Bärmi gefunden. Das ist doch jetzt genau so eine typische Feuerwehrlösung, Bärmi. Hast du mich gehört, Bärmi? Ja, weil ich habe dich gehört, ja. Eben, siehst du, Coop-Wackis, die nicht einmal eine Sujet haben im Redenbank. Was soll uns... Was, wenn uns die Fasnacht mit dem keiner Information sagen? Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt merken wir wieder mal, was ich für eine Funktion da habe. Wenn der Pöli in den Hinterhof schiebt, dann wird der schwarze Peter zu. So? Aber ich würde sagen... Nein, natürlich nicht. Aber schau, Pöli, schau mal, sie hat doch so eine weisse Weste an. So eine weisse, siehst du, das ist doch einfach der weisse Fleck, den ich ausmache. Der berühmte weisse Fleck, den wir bei uns im Fernsehen etwa noch mal auch haben. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich könnte vielleicht höchstens sagen, das Komitee hat das wohl wieder noch verlautet, dass sie wohl in erster Linie auch die Originalität belohnen. Ich weiss nicht, ich glaube, die müssen alle springen, Punkt Originalität. Und vielleicht werden sie ja sogar noch etwas bringen im Komitee, das mal, Punkt Subventionen, ich weiss ja nicht. Du bist auch froh, dass sie das jetzt nicht gehört haben, gell? Nein, es geht ja alles nicht nach außen. Es ist ein ganz internes Gespräch zwischen uns zwischen zwei. Zwischen uns zwei, ja, das hat jetzt wirklich niemand sonst gehört. Ja, also wir haben wieder einmal mehr haben wir die Möglichkeit, wo man einfach, vor allem wenn man 3 Stunden lang dort übertragen drin hat, es gibt Staus und es gibt Löcher, das liegt einfach in der Sache. Aber für Zuschauer da ist es natürlich ideal, wenn zwischen ihnen so eine Wagenlänge halten, sie werden nicht gewaltig beschenkt, wie wir da ja gerade sehen. Und jetzt auf der mittleren Brücke sehen wir die Laternen auf uns zukommen von der Rätzklicke. Sie haben als Sujet Schmucki 2, die Bestie kehrt zurück, ein Remake. Und da haben sie das geschrieben, R-H-Y-M-E-I-K, also ein Remake. Grundsätzlich geht es hier darum, dass ja, diverseste Filme ein zweites oder ein dritten Teil gekriegt haben, wenn man merkt, er ist erfolgreich, siehe Rocky, da ist glaube ich etwa 15, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Und die Rätzklicke hat das quasi, die Bestie kehrt zurück, mit Schmucki 2 Wellen. Und der Zettel verdeckelt jetzt, ist Schienbein gestaucht und alles wegen dem Batman sein. Schon gestern hat es mich Schuri geschlaucht, ich finde das einfach bierenweich. Kaum versorgst die Requisiten, zuhinterst in der Halle 10, hoffst, es kommt endlich das Exquisite, musst sie wieder feiern. Vor 17 Jahren, da ist es mir gelungen, in Hollywood den Job zu bekommen. Jeder simple Weisefang, wenn der Held am Schluss noch lebt, gibt sicher noch einen nächsten Gang, wo das Klischee fest am Erstling klappt. Also das in wenigen Worten zu dem Sujet von der Rätzklicke vom Stamm. Schmucki 2, die Bestie, kehrt zurück. Ich sage es nochmal gern. Remake. Und wenn es so weitergeht, besteht Gefahr in Warm und Prophezei, dann bringen sie im nächsten Jahr bestimmt noch Schmucki 3. Da sind wir aber jetzt mit der Laterne von Schmucki 2. Wo sich zu Tod gelaufen hat. Eigentlich eine makabere Umsetzung, aber
Und das finde ich doch eigentlich noch eine, trotz allem eine einleuchtende Umsetzung zu den Remakes der Filme, wo wir alle bald wieder auf der Leinwand sehen. Der Tambourmajor, der hinten dran kommt, ist Schmucki, der vom herzigen Buschi zu Shirley Temple-Metz angegriffen ist und im Cadillac der Jubel vom Publikum genießt. Hier haben wir sie. Schmucki. Und das wäre jetzt ein typischer Fall von einem Flaschenöffner. Berni, ich hoffe, du hast das mitgekriegt. Nein, ja, 3 Minuten. Was ist denn passiert? Und jetzt sind wir bei den Tambouren von der Retz. Das sind der Bündi Nullbock und der Luzi Degno. Aufs 95-Teil die Cover-Versionen von der Original von der Fasnacht 93. Da können wir auch wieder viel damit machen, aber da sehen wir doch nochmal Shirley Temple. Wir haben ja gesamthaft, wie der Berni schon mal gesagt hat, sogenannte Einheiten, 500, ungefähr 510 an der Zahl. Das heisst, es gibt dann jeweils auch in der gleichen Anzahl Zedel, die ja hier verteilt werden an der Fasnacht am Nachmittag am Cortège. Und die Zedel lesen, das kann ich also sagen, das ist einerseits sicher ein Blausch, muss ich sagen, es hat ganz tolle drunter, aber es hat dann auch solche, die es dann halt ein bisschen holpern. So, das ist die Rettbücke, die junge Garde, die gerade hinter dem Stamm herkommt. Und sie haben als Sujet Prison Privé. Wie viel Stern hat die Loge? Da geht es also einerseits darum, es gibt in Basel ein neues Gefängnis. Der ehrwürdige Lohnhof, der ja über einem Barfüßerplatz thront, hat ausgedient. Und das neue Gefängnis, zumindest in der Stadt, das sieht von außen eigentlich sehr, naja, wie ein Mehrfamilienhaus aus. Und es geht sehr wahrscheinlich nicht einmal hier drum, sondern es geht einfach darum, dass sich die ganze Sache, was Gefangene angeht, ein bisschen verändert hat. Also man ist ein bisschen nicht gerade schick geworden, aber halt doch ein bisschen vernehmer. Also wie viele Sterne hat die Loge Prison Privé, das ist damit gemeint. Also ist was für ein Sternenhotel, ein 3-Sternen-Hotel oder ein 4- oder ein 5-Sternen-Hotel ist es. Hier sehen wir, das Requisit ist Prison Privé persönlich. FIFO, das ist die ehrenwerte Gesellschaft im Vorführnehmen durch. Der Tambourmajor ist der Cerberus. Wunderbar. Und Tambouren gehören auch zu der ehrenwerten Gesellschaft. Mit dem feinen Steffli. Berni, da wäre ich jetzt sehr glücklich, wenn ich... Ist das nicht das Guckenmüsli? Bin ich da richtig? Du hast recht, Guckenmüsli. Hervorragend, danke schön. Du hast das rausgefunden. Gewaltig. So. Phantom von der Oper ist Süße von ihnen. Und das, was wir vorher gesehen haben, die Spitze, das sind der Vortrab, es brennt, das Requisit, das Head brennt. Und da ist jetzt also Gucken, hat sich brennt. Der Major brennt auf. Darauf wieder einmal auf der inneren Route dürfen zu laufen. Das ist natürlich wieder ein internes Fasnachtspolitikum. Innere Route, äußere Route. Man macht ja das Jahr zum letzten Mal übrigens wegen der Wettsteinbrücke, die ja immer noch im Bau ist. Mit uns sie sind schon seit Jahrzehnten im Bau. Aber also das Jahr soll sie sonst fertig werden. Und dann ist es so weit, dass man der normale Garten ist mit beiden Routen, innen und äußere Route, wieder kann normal laufen und abmarschieren. Und oh, da kommt es aber sehr schwankend auf uns zu.
eine wunderbare Gucke. Die Gladiatoren, alte Schweizer, die schränzen. Dann lösen wir sie doch einmal ein bisschen. Wir sind die Grästen, ist ihr Sujet. Die Musiker sind die Grästen Zwergli. Ja, so gleich sind sie jetzt auch wieder. Jetzt haben wir wieder mal einen Routenwechsel gemacht auf die andere Route. Da kommt eine wunderbare Laterne auf uns zu. Und ja, das ist eine Laterne, die im Detail geht, das kann man wohl sagen. Denn sind das Sujet, die gesteilte Fasnacht. Spiegeli, Spiegeli an der Wand, wer sind die schönsten Fasnächtler im Land? Fasnächtler von Basel, ihr seid die schönsten hier, aber tausendmal schöner sind die Zufriedenen noch. Hier, ich sage es dir gerade selber, hier haben wir Spiegeli. Jetzt bist du natürlich völlig falsch, Bernd. Jetzt solltest du mal in den Spiegel schauen. Dann werden wir doch mal schauen, ob du einer von den schöneren Fasnächtler wärst. Bin du zufrieden, nicht hier? Ja, ich komme mal auf die andere Seite rüber. Ich kann dir sagen, du hast gut gelacht. Das ist nicht so einfach. Entweder stehst du auf die Füße oder trampst du über Kabel. Irgendetwas ist immer. Ja, jetzt konnte ich dafür in den Spiegel schauen. Aber ich sehe bei mir, wie ich das überhaupt nicht. Im Gegenteil, bei mir beschlotzt gerade der Spiegel. Aber es ist schon erstaunlich. Es ist schon erstaunlich, gell? Weißt du, was wir gesagt haben vor zwei Stunden? Ich glaube, heute kommen nicht viele Leute am Wetter, aber es ist immer gewaltig. Es ist eigentlich. Und ich hoffe, die Stimmung kommt auch ein bisschen über, wo wir hier von der unten her auch vermitteln können. Es ist also wirklich einiges los. Es läuft herrlich. Ja, Hampel ist ein übertrieben, untertrieben, besser gesagt. Das ist einfach der Sack voll, Räppli. Villa spinnt, da kann ich einfach ein bisschen roten. Und zwar gibt es seit ein paar Monaten in Basel sogenannte Villa Wahnsinn. Das ist ein Erlebnisbeiz, sagt man dem. Das heisst, es ist alles ein bisschen anders als in den normalen Beizen. Und dort kommst du zur Tür rein und dann bist du gerade lustig. Und das wird also wie wahnsinnig frequentiert, das Lokal. Und sie sind begeistert, die drin sind. Und das Villa Spin ist scheinbar bei denen
dass Sujet mit dem Wackiswagen die höchstwahrscheinlich Stammkunden von der Villa Wahnsinn. Jetzt kommt der arme Kameramann, der Kollege da oben dran. Passen auf, wir brauchen ihn noch, sind ein bisschen anständig mit ihm. Aber Breichi hast du nicht gerade gross. Da sieht man doch, es ist wahnsinnig Gedränge. Und wie gesagt, also das Wetter ist ja nicht gerade so. Aber solange es regnet, sind wir happy und zufrieden. Heute Morgen, am Morgen hat es wirklich ein bisschen geregnet. Am Punkt 4 war das dickste Wetter, das angefangen hat. Aber dann so kurz vor der 5 hat es mal ein bisschen geschüttet. Aber wir haben das mit Fassung gedreht. Die Stimmung war trotzdem gewaltig. Und jetzt sieht es gerade so aus, dass von der mittleren Rheinbrück, das heisst Gleibasel, auf dieser Route nicht gerade sehr viel kommt. Ich meine, ich will jetzt die zwei Wackis nicht beleidigen, die wir da gerade gesehen haben. Aber es geht eine Zeit lang. Auch die Zeit, wo man den ersten Halt mal nimmt und einen Boot schnappen und den ersten Halt macht. Und jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite vom Cortège. Und da kommt weiter oben, also da sehen wir jetzt gerade unsere Kabine, wo wir den Schnur drin haben. Und da kommen die Verschnaufer. Sie haben es, also das ist ein Stammverein übrigens, zu ihrem Sujet gibt es zu sagen Quo Vadis quasi Lea. Quo Vadis, das muss ich vielleicht buchstabieren, weil es ist nicht mit Q-U-O geschrieben, sondern wie das hier dargestellt ist, hier sieht man es kurz K-U-H-O, also die Q. Laterne ist munter, ist ein munter, kunter, bunte Kunst. K-U-H ist ja nicht mehr groß, M-U-H ist auch groß, was ihr seht. Wortspielereien über das Thema Kuh. Sehr wahrscheinlich ist hier noch unser Redakteur, der Rolf Weiss, verantwortlich, weil er hat ja so eine Sendung ins Leben gerufen, die Mu heisst. Und damit müssen wir nach dem Mu jetzt auch noch die Kuh durchziehen. Kuh, Vadis, Basilea. Ich bin die schwarz-weiß gefleckte Kuh, die man vom Fernsehen kennt. Voilà. Ich schütte, habe mit dem Sumo zu tun, bin ganz verrückt im Trend. Jetzt geht es natürlich eindeutig um den Werbespot, den wir alle kennen. Seit ich sogar einen Stepptanz mache, sauft plötzlich jeder Knilch von Biberbruck bis Durmenach all Tag 2 Liter mit. Ich bin ein Vorbild für die Nation, gleich wie der Chapuisat. Von Valgeron bis zum Ikon kopiert mich jeder Mann. Man hat mich schon auf T-Shirts gedruckt, das macht mich ziemlich sauer. Und Paulus ist das nicht verrückt, ich sieg ein Stück Kultur. Voilà, Quo Vadis Basilea, Verschnaufer. Während dem Verschnaufer Richtung Gleibasel ziehen. Auf dem diesjährigen Cortège kommen vom Gleibasel zu uns Schneiderentenglicken. Wir sparen auch, der Wagen ist ein Sparhafen, behaupten sie. Also das wäre ein grosser Sparhafen. Ich meine, da könnte man ja wirklich einiges sparen. Berni, die wollen wir überhaupt nicht einsparen. Darum sage ich jetzt doch, es wäre doch jetzt wieder mal gut, wenn du zwei, drei Worte zu der
aktuellen Lage, könnte ich sagen. Also ich kann sagen, im Moment überhaupt keinen Überblick mehr. Hast du keinen Überblick mehr? Also wir sind in Basel an der Fasnacht. An der Schifflandung, das weiß ich auch. Ja. Und im Moment habe ich gerade durchgekämpft, wieder auf die andere Seite. Und da läuft es jetzt weiter. Wie gesagt, du hast ja schon gesagt, wir sparen auch. Kommt jetzt gerade auf mich zu. Wie sparsam sie sind, das wollen wir jetzt gerade uns mal anschauen. Das wollen wir doch mal testen. Also mindestens einen riesen Strauß Mimosen hast du verdient. Jetzt strecke ich auch mal die Hände auf. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Hast du mir auch mal ein Blümchen durchgeschützt? Oder was hast du mir angeboten? Ja, ich würde mich ignorieren. Nein, weißt du, ich sehe nicht so gut unten durch. Hey, ja, komm jetzt, gib mir doch das schöne Blümchen. Ja. Ein Blumenstöckchen. Jetzt frage ich mich nur, wo ich das versorgen soll. Bis Berni, das hebst du jetzt in der Hand bis um Viertel ab 5. Das hebe ich jetzt bis zum Das sieht doch wunderbar aus. Das ist doch wunderbar. Nein, das ist dreimal. Das ist ja wirklich ein Nacht, das ist nicht mehr Plastik. Gut, aber schau jetzt die Damen neben dir, dann könntest du es doch schenken. Du, los, musst mir doch nicht alles bewusst nehmen. Ich habe das schon lange geplant. Ich habe ganz das Gerät übergeben wollen. Jetzt ist es halt öffentlich geworden. Darf ich Ihnen ein Blümchen überreichen? Scheinlich trübt sind die Basler Rolli, wo wir hier hinten sehen, mit dieser schönen Laterne, mit dem Ball. Die Laterne zeigt vorne einen Multiballon-Wettfliegen, wo der am höchsten steigt, der am meisten Ballast abwirft. Das ist der Vortrab, der trägt die Last von der ungewissen Zukunft wegen dem Requisit, und zwar Sujet. Bilanz fürs Kapital ist der Mensch nur Material. Jawohl, und da sind wir jetzt bei der Spezi-Klicke, Stammklicke mit dem Sujet Commedia dell'Arte di Basilea, Comedi no Basel 8. Ja, Lampen auf Baseldeutsch, oder in etwa so. Und zwar geht es auch hier um ein Kasperli-Theater. Es geht um verschiedene Entlassungen und die berühmte Köpfrolle, die auch von der Spezi aufs Korn genommen wird. Der Vortrag hier, Plagiaci Bianchi, Laterne, zeigt die Komödie von Basel, ein Kasperletheater. Hier haben wir es doch. Und das ist der Regierungsrat Jenny, sage ich jetzt einmal. Eindeutig. Der Altregierungsrat Jenny heisst das natürlich.
Pfeiffer sind Pulcinelli Neri, der Tambourmajor Il Capitan Spavento und Tambure Avvocati Rossi del Diavolo. Wunderbar. Und dann haben wir noch den Wagen von der Spezi, Govielli con Mandolini. Du schaust das schöne Laternen, so wahnsinnige Brunnenfeger sind es, gell? Bernie, es tut mir leid, jetzt habe ich dich gar nicht gehört. Jetzt hör dich, Wir müssen doch noch einmal lesen, es ist ganz ein wunderschönes Laterne, wo du ganz allgemein sicher hast, gell, ich darf noch bleiben, ihr dürft mich nicht vertreiben, der Fisch hängt ein als Ballerinli, ich von meinem Glück ein Sonnenscheinli. Wunderbar. Ist doch schön, Dankeschön, oder? Dankeschön, Bernd, das hast du ganz schön gelesen. Das ist eh so, wenn wir jetzt hier auf uns zu haben, jetzt sind wir wieder rübergekommen. Das sind die andere Route, aber vorher haben wir gerade eine Chaise, das sind Kleppertäschli, das ist ziemlich eine bekannte Chaise von Basel. Die machen ein bisschen viel von sich reden, aber die Kleppertäschli. Und hier schleicht gerade eine rein. Das heisst, sie schleichen durch und blockieren sozusagen den Cortège. Ja, nur gut, das gibt es. Aber hinten dran, wenn mich das Auge nicht trügt, jetzt kommt wieder einmal der berühmte, kommt IB Santi Hans, Stammglicke. Das ist ein Spielbuch, die wir hier dran sind. Jawohl, hier haben wir schon ein Detail von der Laterne von der IB Santi Hans. Wir geistern durch die Fasnacht, ist ihr Sujet. Laterne geistert durch die Gasse, das ist wieder eine Top-Information von der IB Santi Hans hier im Redenbank. Und zwar, wir geistern durch die Fasnacht, 75 Jahre IB-Glicke Santi Hans. Wenn du von Basel nicht mehr hören willst, dann schalt doch das Fernsehen ein, du Dodge. Wer wichtig ist, kommt in die Arena, also hock an und schau dir Glen an. Der Blocher verzählte so viel Seich, sogar ein schwarzes Gespenst wird bleich. Ein Bild mit dem Adolf O. macht dich in dem Fall wieder froh. Und die strahlende Zukunft vom Wellenberg wird kommentiert vom Schellenberg. Fangt denn der Stich mit seiner Stier an, kommt er noch gerade der Wiesel Gier dran. Noch so viel Geist schälst denn ganz knapp als Geist die Kiste wieder ab. Das wäre ein Werbespot für SFDRS. Wo eBay Glicke Santi Hans hier auf ihrem Zettel verewigt hat. Sie feiern also, wie gesagt, das 75-jährige Jubiläum.
Der Tambourmajor übrigens ist der Oberfasnachtsgeistliche. Da lassen wir es jetzt aber schnell ein bisschen tönen, die Musik. Wunderbar, IW Santi Hans und hinter dran die Verdorbenen. Eine Glocke, eine Kuh, ein Edelweiss und schon hast du Christen Ethno-Geschiss. Eine Schäse. Aha, Bernd, hast du etwas gekriegt? Ja, wunderbar. Ja, es geht mir natürlich wieder besonders gut. Schauen wir das an. Ja, also, du musst ja nicht lachen, gell? Also, du hast ja den Toben, wo du etwas besonderen Tisch. Das ist für einen Kameramann. Das ist für mich. Nein, nicht für mich. Nein, das ist jetzt für einen Kameramann. Der hat nämlich wirklich einen Krampf. In diesem Zusammenhang kann ich mir gerade allen vielen, vielen Techniken der Pöli buchen. Du weißt. Wo ist der? Der Pöli Buch halt. Sie fragen nach dir, Pöli. Das gibt noch so Menschen, ja? Wenn du noch rechts nach oben schaust, siehst du, ich nehme so eine Kiste. Ich tue gerade winken. Ich tue winken. Das geht nicht, ich kann nicht schauen, sonst verliere ich Lachen. Ja, das wollen wir jetzt aber nicht. Behalte dein Gesicht an. Bernie, du tust wieder alle Damen in Verlegenheit bringen. Hast du gehört, Bernie, bringst du wieder alle Damen in Verlegenheit? Ja, das sieht man eben nicht. Sie haben Schlafen an. Weißt du, das heißt, sie röten so. Aber du weißt, du sollst keine Geschenke annehmen, wenn du bei der SRG arbeitest. Ich gebe sie ja auch sofort weiter. Ja, die Irene braucht etwas. Die Irene braucht dringend schon Unterstützung. Jetzt kannst du einen Pfeil in eine Barfüge geben. Ich würde dir da denken, wenn du. Oh, krieg ich noch eine Barfüge? Meine Güte, es wird immer besser. Eins, was hinter das Horenläppchen, so wie es aussieht. Ganz am Ende. Was sagst du? Einen Laufbahnhof. Lass mal, Bernie, ich will ja dich nicht wegdrängen, aber du blockierst den Gortest. Die bleiben wegen dir stehen. Danke schön vielmals. Also los, fahrt weiter, aber dann ist der Gortest blockiert. Das werde ich nicht auf mich nehmen. Stell dir mal. Danke schön Pfeiffer und Tambourgruppe ist jetzt gar nicht vorbeigerauscht. Mit dem Sujet, die Hitze ist ein Witz. Brücke ruhen, oder wie heissen die guten Freunde? Brückenpark ruhen heissen die. So. Zwei Wackis mit dem Velo auf der Gasbahn, pass auf, sonst wirst du überfahren. Vier Seilen. Thank you.
Narragonia am Rhein, Sujet. Und es sind New York Peppi. New York Peppi, wo, das muss man ja auch wieder einmal sagen, wirklich aus New York kommen. Und die New York Peppi, die kommen nur alle zwei Jahre an die Basler Fasnacht. Und sie haben Basel zu einem mehr oder weniger zu einem Narrenhort gemacht, indem sie alles das aufzählen, was in den letzten Monaten in Basel passiert ist. Ich habe es schon erwähnt, die diversen Kopfabhauen von den verschiedenen Direktoren, die plötzlich nicht mehr Direktoren gewesen sind. Und New York Peppi, das sind Basel, die in New York arbeiten, die, wie gesagt, nicht jedes Jahr an die Fasnacht kommen, aber alle zwei Jahre. Und sie haben sogar einen eigenen Liegekeller in Manhattan. Und das ist noch ganz unheimlich, wenn man jetzt New York plötzlich oder zu Manhattan in einen Keller nach Keller runtergeht und plötzlich der Name Spalenberg liest oder Steinenberg oder so. Also es ist ein bisschen komisch. New York Peppi dieses Jahr also wieder dabei. Teigaffenclub. Hier hast du noch Platz. Der Wagen zeigt, was noch gemacht werden kann. Darauf sind ein paar Wilde. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was sie hier keinen Platz haben. Sie haben ja genug Platz, die drei Gaffenclub. Und hinten dran kommen die Hirnlosen. Wir ruhen hirnlos durch die Pöp-Gegend. Acht elegante, bunte Butterfly. Elegant, das ist Stichwort. Also so elegant sind jetzt die auch nicht. Die Hirnlosen, aber das sieht man an der Larve an. Elegant, haben sie im Redebank geschrieben. Ich weiß nicht so ganz, ob das auch stimmt. Und hopp, wieder auf den Wagen und weiter wie gefahren. Also es gibt halt ab und zu Leute, die an die Kasse kommen. Mit den Räppli. Pöppruchen kommen hier anzufahren. Mit dem Wagen Rüdi, Hirnlos, Zolli, Hornlos, Komitee, Maßlos. Auf dem Wagen sind acht, die man an der Nase rumgeführt hat. Das geht auch gegen das Fahrradkomitee, wo nicht gerade sagt, es gibt viele Wege, aber wo findet man, sollte sich eigentlich nicht unendlich vermehren, die Wagen liegen, weil natürlich auch die der Cortège nicht gerade verkürzere, sage ich jetzt einmal. Hier auf der Laterne von dieser Junge Garde, das ist ganz bestimmt eine junge Garde. Wir sind gerade am eruieren, was es ist, was für ein Glicke. Wie nicht, das sind Finetli. Ist gar keine junge Garde, da habe ich wieder gelogen, Entschuldigung. Pfeifergruppe, wie eine dumme Kuh am Berg, stehen wir vor dem Stutz im Berg. Damit ist der Baudirektor gemeint vom Kanton Basel-Stadt. Und hier hinten dran geht die Verleckte, das Schneewittli und seine sieben Zwergli. Voilà, da haben wir sie doch. Salabim, was siehst du denn? Kaffeeböhnli, auch das.
eine Gruppe 2, 4, 5, die mitmachen und bei ihnen steht im Redenbank nicht immer, aber immer öfter. Gut. Also wettermässig muss ich sagen, haben wir Glück, aber wenn man so an den Himmel schaut, sieht es bedrohlich aus, sonst könnte ich also demnächst mal ein bisschen regnen. Berni, wie siehst denn du das wettertechnisch? Du bist doch ein halber Wetterprophet. Ich? Ja, ja, ich weiss nicht, woher ich das habe, das hat mir jemand gesagt. Ja, ja, nein, also wenn Kachelmann nicht verwandt, aber wenn ich dahinter schaue, es sieht wirklich ein bisschen düster aus. Aber lassen wir es nicht mal verdrießen, also ich meine, wir haben bis jetzt einen Riesenschwein gehabt. Dankeschön vielmals. Schießtrag Zeglich. Nachdem jetzt auf dieser Route wieder mal ein bisschen eine Pause eingetreten ist, das ist wieder so ein Zeitpunkt. Ja gut, also es ist jetzt 20 vor 4 und das heisst doch auch mit anderen Worten, halt, ein Glickenhalt wäre wieder einmal am Platz. Man geht einen schnappen. Darum wechseln wir auf die andere Route, auf die von der Mittleren Brücke gegen das Grossbasel. Hinten raucht es ja bereits. Was ist denn das? Da kommt etwas auf uns zu. Fludriasil, das Basler Flugjahr. Fludriasil, eine alte Garde. Auch hier geht es wieder um die Kopfab-Aktion. Im Vortrab sind Kopflose, hier sehen wir sie. Ja? Das Requisit. Das Wägeli schießt ab. Hier sehen wir das Rohr auf uns zukommen. Das ist das Abschussrohr. Das Basler Flugjahr, die Laterne gewackelt. Das sehen wir vielleicht auch, wenn man. Ja, also der obere Teil gewackelt ziemlich fest. Jetzt bin ich natürlich am Schermen, Berni. Wir haben es fast offen beschworen. Gell? Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist ja nicht gerade das, was wir wollen. Jetzt fängt es an zu regnen und bei mir hat es gerade förmlich buchstäblich ausgehängt. Ich müsste gerade irgendetwas an meinem Gerät reparieren. Aber wir haben von Kapuzen rauf und es vollgeströmt davon. Ja, ja, das hoffe, ist klar. Also bei diesem Wetter oder so. Aber ich hoffe, das fühlt nicht lange so an. Jetzt kommt aber hier noch auf der Route die Lally liegen auf uns zu. Ein Stammverein, sie haben als Sujet gewählt, siehst es auch. Und zwar, siehst es auch, hier geht es um eins von diesen Sujets, der auch zu einem Renner geworden ist an der diesjährigen Fasnacht. Und zwar geht es um 3D. Und da sieht man die Augen auf uns zukommen. Das sind die Augen, die es eben sehen, wenn man genau, wir kennen das ja, die Nase anhebt. Danach sollte man es eben wirklich sehen. Ich muss aber jetzt trotzdem sagen, es windet jetzt ziemlich hier und macht natürlich so nicht gerade gross Spass, um auf den Gore-Test zu gehen. Hier also steht auf dem Zettel von der Lally der Weitblick. Die optische Welt geht aus den Fugen, denn 3D ist ein besonderes Schauen und kann darum eine Allegorie für unser sonstiges Schauen sein. Hier wäre es gut, man schaut ein bisschen weiter als seine Nasenspitze. Und nur wer beim Schauen denkt, dem ist der nötige Weitblick geschenkt. Heute fehlt der Weitblick überall. Man schaut nur zweidimensional. Der Tambourmajor ist der König, der alles zusammensetzt. Und da sieht man gewaltig. Sehst du es auch? Es sieht unheimlich aus, wie die dorthin kommen. Thank you.
Wagen ist das Paradies von der Glückseligen. Gesehen ist es auch, wie gesagt, wir haben es gesehen, steht noch auf dem Wagen. Ja, wir sehen es fast nicht mehr, weil es so raucht nicht. Wunderbar sieht das aus. Aber der Rauch ist natürlich nicht so ideal. Man sieht wirklich fast nichts mehr. Und da sind Crash-Wackis, Wackis-Wagen. Schiessen lohnt sich doch. Der Wagen zeigt im Werner K. Reise Domizil mit 8 kleinen Werner K. Ah, darum lohnt sich beschissen. So, und jetzt unter mir geht der Guggentour. Ich hoffe, da hören wir gleich noch Crash-Wackis, habe ich schon erwähnt, vom Werner Carré und hinten dran dann noch die Herren Mettele-Glicke. Berni, hast du eigentlich einen Schirm? Ich habe alles Bimobile, was es braucht. Sogar ein Plastik für über mein Dombandgerät oder wie man dann so sagt. Ja, interessant, interessant. So, also mir passiert nichts, aber es ist schon traurig, wenn es mir jetzt aufs Kopf regnet. Es ist jetzt ja nicht so angenehm. Und wie ist es bei dir? Platzwechsel kommt dir wahrscheinlich doch nicht in Frage. Ja, du meinst, ich gehe jetzt ein bisschen raus und du kommst ein bisschen rein. Warum nicht? Also die Rede hat gerade abgewunken. Herren Mettele Glicke hinten dran. Schlaf, Schucker, Schlaf. Der Wagen ist ein strapazierter Uhrenladen mit 11 von der Langfingerzunft. Ja, jetzt sieht es aber bitterbös aus. Man sieht noch die Hände zwischendurch schauen. Sie wollen dann gleich noch etwas, oder? Da sieht man jetzt die strapazierten Schucker. Und da ist der, der ein bisschen pennt halt. Und zwar ist es darum gegangen, dass er in einem Bijoutier-Laden einmal ein Bijouterie-Geschäft, ein Uhrengeschäft ist ausgekauft worden. Die haben Meldung gemacht und das ist halt dann nicht gegangen, bis dann einmal jemand gekommen ist. Und das spielen jetzt die Herren Mettele Glicke. Das ist ihr Süsche 95. Vom dieser Narren auf Schiff, ich würde sagen Berni, Narren im Schiff zur Zeit. He? Im Moment ist es wirklich so. Im Moment schüttet es, was man runter macht, hat aber auch seinen Vorteil. Die Räppchen bleiben einmal dort, wo sie die Wackis anschmeissen wollen, nämlich am Kopf oder den Brüllen oder überall, wo der willst. Da bleibt es gerade kleben. Ja, ist wunderbar. Aber die Stimmung ist also wirklich herrlich da unten. Auch ob es wohl regnet, das sagst du ja, die Leute bleiben. Wenn man mal kommt, der Schirm in den Weg. Aber es läuft rund. Thank you.
Und da geht es wieder um die Karte, die ich bereits erwähnt habe. Da sehen wir jetzt Signet von der Art von letztes Jahr. Allerdings 63-95 stimmt natürlich nicht ganz. Es ist nicht die 63. Art, die in diesem Jahr über die Bühne geht. Und das war Signet von der letztjährigen Karte. Und zwar als Sujet hat das der Dumpfclub genommen. La Grande Bouffe, No Party Art. Im Vortrab sind heitere Partybesucher. Der Tambourmajor ist ein Partygeier. Tambouren sind durche Partybesucher, durche. Und die Pfeifer sind ebenfalls durche Partybesucher. Und hier ist natürlich darum gegangen, um das Fest an der letztjährigen als Opening denkt die Party von der Art und die Kleibasler Mikkeli hinter dran. Jetzt sieht man doch ziemlich, wie es regnet, also die tun mir ein bisschen leid. Es ist halt schon schade, wenn man Kostüm, wo man für die drei Tage vorbereitet und viel Geld und Zeit investiert. Also ist jetzt das Schneebärni, das da oben runterkommt? Du sagst es völlig richtig, im Moment fängt es an zu schneien. Den Schneezustand kann ich noch nicht sagen, es liegt noch etwas wenig auf. Hast du Schneeketten an? Ja, nein, ich habe sie aber beimer. Hey, du hast Schneeketten beimer, das ist hervorragend, das finde ich gut. Dass er wirklich jetzt im Moment richtig an verschneien, vielleicht sehen wir es auch jetzt. Ja, ja, das ist wahnsinnig. Ja, ja. Riesen Flocken. Aber ehrlich gestanden, wir haben ja das ein bisschen erwartet. Da war der Bericht ist ja wirklich so gewesen, dass man nicht genau gewusst hat, wie wir wollen. Und wir nehmen es einfach, wie es kommt. Und wenn wir drei Stunden lang übertragen wollen, dann haben wir es einfach mit dem Wetter rechnen. Aber wir nehmen es gelassen. Die Fasnacht ist losgeworden heute Morgen am 4. Das ziehen wir jetzt durch. Genau. Bis am Donnerstag Morgen. Ganz genau. Gassenjäter. 15 Jahre Gassenjäter feiern die. Im Redenbank kann man nachlesen von den Gassenjäter. Ein Wurzeltag aus 15 Jahren haben die Gassenjäter zu feiern. Frau Fasnacht sagt, da gibt es keine Gefahr. Die kehren zusammen, das kannst du spüren. Ein Kostüm gibt es ganz neu und schön. Drei Tage lang kannst du bestaunen. Begleitet ihn wir mit viel Dehn, mit Trompeten, Pauken und Posaunen. Ja, die Stimmung hat trotz dem ersten Wetter die Stimmung ist da. Ja. Laterne vom Lally-Harem, vom Lally-Harem-Pfeifer und Tambourengruppe, 30 Jahre Lally-Harem. Wir treue Harem-Frauen machen doch nicht blaue. Der Vortrab sucht die blaue Rote. Laterne ist das Blau-Wunder. Laterne-Träger ziehen das Blau-Wunder. Pfeifer sind Blau-Blut und finden das Harem gut. Der Tambour-Major Blau-Tanne ohne Stamm und Tambouren glauben ans Blau-Wunder. Hier haben wir jetzt übrigens die Lally-Haremische Pfeifer- und Tambourengruppe, bestehend aus Frauen. Hat dann eben schade, man muss den Plastik führen und das Kostüm ein bisschen zudecken, damit es nicht allzu groß Schaden nimmt. Hier haben wir jetzt das blaue Wunder von der Lally Harem. Spassenglicken, jedem sein eigen Horn. Das haben wir doch auch schon mal als Sujet gehabt. Jedem sein eigen Horn. Als Solidirektor auf Safari ohne Horn und Larifari. Im Dschungel hat es voller Zorn. Nashörner mit oder ohne Horn. Und der Rüedi sitzt im Topf. Wegen dem ist er kein armer Tropf.
Hier geht es, wie gesagt, um die leidige Geschichte im Basel-Zollif, wo ein direkter Rüdi Stell gekostet hat. Sparse Blicke. Komm jetzt, komm! Komm jetzt, leck doch, was ist denn Gugus Gugus Wackis. Unverkennbar, hier Schlumpfomania, also die sind also immer noch von der Schlumpf, von der Schlümpf fasziniert und haben das als Sujet 1995 gewählt und teilen erst noch so kleine Schlümpfli, nehme ich mal an. Aber schön sehen sie aus. Und hinter den Schlümpf kommt Gundeli Junge Garde. St. Jakob 4, ein Fest ohne Gespier. Das geht, wie gesagt, um das Fest von letztes Jahr, um das 500, wie viel ist das gewesen? Ja, ich glaube 550. 550. St. Jakobs 4 oder das Jubiläum, wo ein bisschen gewissen Leuten in den falschen Hals gegangen ist. Tamburen sind alte Krieger, Pfiffer, die wir jetzt gerade sehen, sind auch alte Krieger und der Tambourmajor, da haben wir glaube ich jetzt schon übersehen, wer die Helvetia. Und Jabad Abadou sagt auch schon wieder einiges aus, Gundeli-Bubenzügli ist das. Die Flintstones gehen an die Fasnacht, im Vortrab Familie Flintstone, die Laterne kommt aus der Steinzeit, der Tambourmajor, den wir hier gerade sehen, ist der Dino. Tambouren hinten dran, noch einmal die Familie Flintstone und Pfeiffer gehören auch zu der Familie Flintstone. Ja, jetzt sieht man doch, dass es ziemlich schnell ist. Das ist ja. Berni bist aber noch nicht vertrunken oder so, oder im Schnee stecken geblieben, nein? Jetzt höre ich die wieder nicht. Die ewigen Optimisten sind unterwegs. Die alte Garde mit dem Süßen Epsichstädt Lohne, der Kunstverein, das Klonen. Das Klonarium als Requisit haben wir hier gerade noch gesehen. Und da drängt sich schon wieder jemand anderes rein, der natürlich mit dem gar nichts zu tun hat, mit den ewigen Optimisten. Die haben sie eher präsent und versuchen so schnell wie möglich an Schermen zu gehen im Jahr. Sie feiern auf alle Fälle 5 Jahre. Lupi von der Schnurrenbecken. Sujet, Zaubertrank, Technomanie macht aus Null Bock Energie. Pfiffer, wo wir jetzt gerade sehen, Disco, Techno, Gritte. Hinter dran der Tambourmajor. Aha, die sind natürlich jetzt gerade so liebe Freunde, die jetzt hier gerade Halt machen, so wie ich das sehe. Ne? Die haben wir wieder gegangen, die gehen jetzt einen schnappen. Kein Wunder bei diesem Wetter, aber wie jedes Jahr eigentlich. Die gehen immer hier einfach schnappen. Aber sehr wahrscheinlich werden wir mit der Zeit dann mal den Standort wegen der Schnurrenbecken verlegen, damit wir sie dann können mal zeigen, wie der übertragen. Jawohl, das ist jetzt ein typischer Fall von einem Halt.
Schlurpi von den Schnurrenbecken, alte Garde, die hauen es jetzt ein, ziehen. Ab in die Wärme und an den Trocknen. Man sieht es jetzt hier, es hat wirklich nicht mehr viele Leute auf der mittleren Brücke. Es hat noch ein paar, die ausharren. Und die Wege haben, die sind natürlich jetzt ein bisschen besser dran bei diesem Wetter. Schlappen Wackis. 20 Jahre Reinschlappen, ein Geschenkpäckchen mit 10 Wackis im Frack. Vornehme Wackis, also mit anderen Worten. Hier sehen wir das Geschenkpäckchen als Wagen. So, und jetzt machen wir einen kleinen Gump, und zwar in die Vorfasnacht, weil es ist jetzt gerade ein bisschen Loch auf beiden Routen, wird es langsam ein bisschen locker, es passiert nicht mehr so viel. Und wir machen ein paar Minuten Pause, auch nicht zuletzt für unsere Kameraleute, die dem Wetter wirklich jetzt ausgeliefert sind. Es ist auch nicht sehr angenehm, wenn man die Kamera auf dem Kopf tragen, und zwar aus dem Charivari und dem Mimösli und dem Trummeli je ein Marsch. Zuerst von Schnaufer, die Hofnarren und dann Zonschen. Also einfach dreimal Vorfasnacht aus diesen drei Vorfasnachtveranstaltungen. Mimösli, Trummeli und zuerst Charivari. Aber wir sind selbstverständlich in ein paar Minuten sind wir wieder da, wenn die drei Märsche für ihre Augen an ihnen vorbeigegangen sind. Hier haben wir den Bänkler von der Verschnaufer.